Im ehemaligen Klosterhof in Grefrath, einem Ortsteil von Solingen, ist seit 1991 das Deutsche Klingenmuseum untergebracht. In einer der größten thematischen Sammlungen präsentiert es Schneidwerke und Bestecke aller Epochen und Kulturen, ebenso wie die Handwerkskunst der alten Solinger Schwertschmiede. Nach dem Erwerb zweier großer Sammlungen besitzt das Museum heute die umfangreichste Bestecksammlung der Welt. Prunkstück der Ausstellung ist das Trabantenschwert, gefertigt um 1580 von dem Solinger Schmiedemeister Johann Alrich. Oder das fränkische Ingelri-Schwert, geschmiedet um das Jahr 1000. Das Schwert zeigt die klassische Kreuzform eines Ritterschwertes. Ein Degen aus dem 17. Jahrhundert aus Gusseisen mit einem Griff aus kunstvollen Eisenschnittarbeiten. Das älteste Solinger Besteck vom Meister Johann Peters datiert 1697. Alljährlich findet im Museum die größte Fachausstellung handgefertigter Messer in Deutschland statt. Ehrengast 2010 war der Deutsch-Amerikaner Henry Frank aus Dallas in Oregon. Seine Messer zählen weltweit bei Sammlern zu begehrten Kunstwerken. Rund 100 Messermacher aus 19 Ländern bieten ihre perfekt und aufwendig gearbeiteten Messerwerke zum Betrachten, Staunen und Kaufen an. Zum Beiprogramm der Messe gehört auch eine Vorführung des alten Schmiedehandwerks. Das Deutsche Klingenmuseum hat sich längst zu einem Besuchermagneten im Bergischen Land entwickelt. Ich stehe hier als Vertreterin des Deutschen Klingenmuseums in Solingen, das schon mehrere sehr hilfreiche, sehr schöne Förderungen der Nordrhein-Westfalen-Stiftung erhalten hat. Wir, das sind nicht nur das Museum, sondern auch unser eigener Förderverein und unsere Ehrenamtlichen, die uns helfen, das Museum lebendig zu erhalten. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung nur sagen, werden Sie Mitglied im Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung oder spenden Sie an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Ich bin sicher, das kommt immer an den richtigen Ort, an unseren oder auch an viele andere. Bestecke und Gedecke, wie wir sie heute kennen, waren im Mittelalter noch weitgehend unbekannt, weil es zu Beginn des 18. Jahrhunderts auch an der Tafel allgemein üblich war, seine Speisen mit den Fingern zu essen, mussten diese vorher mundgerecht zugeschnitten werden. Der Gebrauch von Gabeln ist erst seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Unter der Rubrik Kunstvolles, zeitgenössisches Design wird zum Beispiel ein Messer präsentiert, entworfen 2009 aus Edelstahl, Gold und Perlmutter. Oder zwei Klappmesser aus dem Jahre 1988. Weitere Themen widmen sich den mittelalterlichen Messern, den Silberlöffeln, dem Reisebesteck oder der Vielfalt an Materialien. Die Vitrinen informieren den Besucher über Speisegewohnheiten, Tafelsitten, Formen und kulturgeschichtliche Entwicklungen der letzten Jahrhunderte. 2004 wurde zusätzlich das Kinderklingenmuseum eröffnet. Mithilfe eines Fragebogens erkunden die Kinder zunächst die Ausstellung, bevor sie in einem eigens eingerichteten Nebengebäude auf spielerische Weise die Themenschwerpunkte des Museums erleben können.